Was geht ab, liebe Freunde? Ich grüße euch. Ich hoffe, euch geht es gut. Ihr arbeitet fleißig an euch und darum handelt auch sich jetzt dieses Video. Darum sprechen wir jetzt auch in diesem Video, warum du gerade als Mann, nicht nur gerade als Mann, sondern warum jeder Mann meiner Meinung nach an sich arbeiten sollte, einen Wert aufbauen muss, muss. Bevor du sie bekommst. Du musst dir einen Wert aufbauen, bevor du überhaupt daran denken kannst, Frauen aufzureißen. Denn wenn du keinen Wert hast als Mann, ist es sehr schwierig. Deswegen gibt es so viele Sims da draußen. Sie wissen ganz genau, oh, ich habe keinen guten Job oder oh ja, ich habe gerade mal diesen Job, ich habe aber nicht dies, ich habe aber nicht das, vergleichen sich mit all diesen Menschen, die mehr haben als sie beispielsweise, haben diese Komplexe und müssen das kompensieren mit Frauen. Und denken dann, indem sie Frauen hinterherjagen, dass sie dann einen Wert bekommen. So, auch wenn ich mal sage, ein Mann, der viele Frauen abbekommt, hat automatisch mehr Wert, ist mehr wert. Ja, zu einem gewissen Teil. Das heißt aber nicht, du solltest jetzt Frauen hinterherjagen, um damit prahlen zu können. Guck mal, wie viele Frauen ich abbekomme und sowas, und du hast eigentlich keinen anderen Wert. So. Mit Werte ist auch gemeint, deine persönlichen Werte aufbauen. Dein Mindset, deine Glaubenssätze, die negativen Glaubenssätze aus der Welt schaffen. All diese Dinge, das sind alles positive Werte. Deswegen, also ich meine jetzt nicht nur materielle Besitztümer, ich meine jetzt nicht nur einen besseren Job, ich meine jetzt nicht nur ein Business aufbauen oder sonst irgendwas. Dazu kommen wir auch noch. Nicht nur. Es dreht sich auch viel um deine Persönlichkeit. Sehr, sehr viel. Deine Confidence, deine Selbstsicherheit, wie du zu dir selbst stehst, wie sicher du bist, wie selbstsicher du bist, wie stabil du bist. Nächster Punkt halt auch Stabilität. Wie stabil bist du als Mann? Bist du der Fels in der Brandung oder bist du die Feder im Wind? Finanzielle Intelligenz, finanzielle Stärke, finanzielle Unabhängigkeit, nicht Abhängigkeit, ist gerade in dieser modernen Welt jetzt immer mehr wichtig, dass du finanziell intelligent wirst. Gerade als Mann. Gerade als Mann. Ich finde, jeder Mann sollte finanziell intelligent sein oder werden. Beispielsweise. Nächster Punkt, lass mich überlegen. Loyalität, natürlich auch. Natürlich auch. Wie loyal bist du zu dir selbst? Denn wie loyal du zu dir selbst bist, spiegelt nur wieder generell, wie loyal du als Mensch bist. Stehst du zu deinem Wort, sagst du etwas und tust du es auch, das ist Loyalität zu dir selbst. Das ist Stabilität, Selbstsicherheit. Du sagst etwas und du ziehst es durch. Noch besser ist es, du sagst nichts und ziehst es einfach durch. Das ist noch besser. Aber wenn du etwas sagst, solltest du auch es durchziehen. Du musst. Klar, es gibt Dinge, so oftmals battle ich auch damit, so wenn jemand kommt zu mir, hey, kannst du mir helfen, kannst du mir dies machen, kannst du mir das machen? Manchmal sagst du, ja, so, ja, aber in the back of my head, I think, so, should I help this man, this woman? So, so manchmal, die Leute kommen zu mir, hey, kannst du mir helfen mit dem und das und jenes und sowas. Und so, du musst verstehen, du schuldest keinem etwas. Das musst du auch verstehen. Wenn du merkst, da ist nur jemand, der will nur etwas von dir. Oder sie will nur etwas von dir. Und du sagst in diesem Moment so, ja, lass mich mal schauen, so, wir gucken mal, so. Du sagst nicht klipp und klar, ja, so, oder, ja, nächstes Mal, wenn wir uns sehen, dann machen wir das so. Aber du denkst in deinem Hinterkopf so, soll ich jetzt wirklich meine Zeit opfern für diese Person? Ist es diese Person überhaupt wert? Das ist auch klare Regeln haben. Du schuldest keinem was. Auch wenn du jemanden, wenn du deinem
gegenüber, wenn du jemanden dein Wort gibst, ist das was anderes, ja. Aber wenn jemand kommt und der will etwas, ja, und du bist gerade in einem Moment, du kannst nicht klar denken. Ist mir selbst passiert. Ich war am Joggen, auf einmal kommt ein kleines Mädchen zu mir, hey, kannst du mir Boxen beibringen? Kannst du mir das beibringen? Und rennt mir wirklich schon hinterher und schreit mich von der Seite an. Und ich sage so, ey, nein, du bist noch zu jung, so, weil, ey, es ist ein Kind. Ich will nicht als Pädophiler da dastehen, aussehen, wenn ich mich mit einem kleinen Kind auf einmal trainiere. So, ich weiß, was für eine Welt wir sind. Ich weiß, wie Leute sind. Deswegen, I keep my distance. Ich bin lieber vorsichtig. So, die kommt zu mir, kommt von der Seite, ich habe jetzt dieses Szenario halt im Kopf, kommt von der Seite angerannt so und will etwas von mir. Außen nicht so, und halt viele Menschen laufen da draußen so, die wollen nur etwas von dir. Und du musst als Mann aufpassen, wenn du ein Mann von Wert bist, ein Mann mit Werten bist, musst du aufpassen, wem du etwas gibst. Denn die meisten sind Energievampire, sie wollen nur, ohne dir etwas zurückzugeben. Das solltest du auch als Mann wissen. Jede Beziehung, die du hast, sollte auch ein Benefit für dich sein. Quasi sollte dir auch was zurückgeben. Wenn du mit jemandem befreundet bist, solltest du auch wissen, was habe ich durch diese Freundschaft? Was bekomme ich durch diese Freundschaft? Kann der mir gut zuhören? Ist das ein Mentor für mich? Baue ich mit dem irgendwas auf oder sonst irgendwas, ja? Es ist immer ein Geben und Geben. Man gibt sich gegenseitig. Wenn aber auch nur ein Geben und ein Nehmen ist, ist nicht richtig. Wenn ich der Person gebe und bekomme nichts zurück, ist nicht richtig. Und ein Mann von Wert sollte das wissen. Muss das wissen. Wenn diese Menschen nicht deinem Wert entsprechen und nur etwas wollen, cut them off. So, deswegen oftmals, ich denke mir dann so, ich sage dann in einem Moment, weil ich war am Joggen. Beispielsweise, ich habe jetzt dieses Beispiel gemacht mit dem kleinen Mädchen. Ich war am Joggen, konnte nicht klar denken. Die haben mich gerade, da sind mehrere Kinder mir halt hinterhergelaufen und ich wusste nicht, was ich sagen sollte. So, ich war gerade voll in meinem Kopf, habe Kopfhörer aufgehabt, ja, laut Musik gehört, war gerade Anfang am Joggen, so, war distracted, ja, abgelenkt. Und dann kommt dieses Mädchen von der Seite, hat mich halt schon öfters gesehen, wo ich dann mein Schattenboxen gemacht habe und so und sowas. Und ist in meiner Nähe so rumgelaufen. Und sowas irritiert mich halt, wenn ein kleines Kind extra so in meiner Nähe ist. Ich will nicht aussehen wie ein Pädophiler. So, deswegen, du musst aufpassen in dieser Welt. So, nein, ich bin vorsichtig. Ich bin vorsichtig. Deswegen, so, und dann kommt die von der Seite, schreit mich da komplett an. Ich ziehe so Kopfhörer ab. Also, hey, bring mir bitte Boxen bei, bring mir bitte Boxen bei. Oder Karate bei, oder was weiß ich. Und ich mache kein Karate. Mach so, ey, ist noch ein bisschen jung. So, und die hatte auch so einen Loudmouth. Ich habe das gemerkt. So, die hatte wirklich so einen Loudmouth und war für ihr Alter sehr argumentativ. So, wenn man das so richtig sagt, ja, die wollte mit mir diskutieren. So, dann mache ich so, ey, du bist noch ein bisschen jung, warte mal, bis du ein bisschen älter wirst und so, und dann können wir darüber reden. Ja, ich bin 18 und war 9, 10, höchstens 12, aber nicht mal. So. Man hatte so eine große Klappe. So, und ich dachte mir, wow, wer ist deine Mutter, Alter? So, und hab mir dann so gesagt, so gedacht, ey, ich habe eigentlich gar keinen Bock darauf. Nur es war ein kleines Kind. Ich will ein kleines Kind nicht weinen sehen. So, ey, ich hab ein leichtes Herz, ja. Wenn es um Kinder geht, da kann man nicht so leicht Nein sagen, ja. Deswegen. Und wenn ich sage, lerne Nein zu sagen und was weiß ich, das heißt nicht, ich bin so der Grobian, so, nein, nein, nein. So, ich habe auch ein leichtes Herz, ja, ein weiches Herz. Ich habe einen weichen Kern, ja. Wenn ein Kind, ein kleines, süßes Kind zu mir kommt und schreit mich von der Seite an, was soll ich sagen? Ich sage, ey, wenn wir uns das nächste Mal sehen, dann. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was ich gesagt habe. Ich habe gesagt, wenn wir uns das nächste Mal sehen, dann gucken wir. So. Aber ich habe direkt gedacht, so, hey, wieder mal Menschen, die nur etwas von mir wollen. Ich habe keine Zeit dafür. Ich habe keine Zeit, jetzt wieder einen Mensch zu unterrichten im Kampfsport. Ich habe das so oft getan und Menschen haben mir nichts zurückgegeben. Ich habe meine Zeit geopfert, habe nicht mal Geld bekommen oder sonst irgendwas.
Auch wenn es mir nicht darum geht, aber nicht mal sowas, nicht mal eine kleine Spende, gar nichts. Nicht mal ein Dank oder sowas. Na gut, schon manchmal. Aber des Öfteren, 90%, habe ich nichts bekommen. Hab Menschen was beigebracht, habe nichts bekommen. Das sage ich jetzt nicht, weil ich mich so in die Opferrolle stelle, ist die Wahrheit. Du bekommst oftmals nichts. The doggy dog world, the cold world. You gotta be cold hearted. Und ich fühle mich zwar ein bisschen so irritiert davon, fühle mich so ein bisschen schlecht, dass ich so ihren Wunsch vielleicht so zerstört habe, ja, aber ich schulde keinem was. Und du schuldest auch keinem was. So, ich bin auch so jemand, wenn ich was sage, dann ziehe ich es auch durch. Aber es gibt klare Regeln. Das heißt, ich mache mir dann selbst mittlerweile immer mehr klar, was habe ich davon? Was habe ich? Das ist gesunder Egoismus, den du haben musst. Manche Dinge, die du machst für andere Menschen, die haben für dich keinen Mehrwert. Du vergeudest deine kostbare Zeit. Und ein Mann von Wert muss achtsam sein mit seiner Zeit, mit der Investition, wie er seine Zeit investiert. Das sind klare Regeln, die du haben musst. Deswegen, das ist etwas, was mir so schwer auf dem Herzen liegt. Und jedes Mal, die ist halt in meiner Nachbarschaft, wenn ich dann dieses kleine Mädchen sehe, macht es mich ein wenig traurig. Nur ich sage mir dann im selben Moment, ich schulde ihr nichts. Wenn sie es wirklich wollte, wäre sie wieder zu mir gekommen, hätte mich angesprochen, denn ich gehe nicht hin und spreche jemanden an, der etwas von mir will. Ich habe ein Produkt zu verkaufen, du kommst zu mir, du willst das Produkt. Ich komme nicht zu dir und sage, hey, hier ist mein Produkt, kauf. Nein, so läuft das nicht. Und ist dann in meiner Nähe rumgelaufen. Ich war dann wieder vom Joggen gekommen. Irgendwann Tage später, ja, Wochen später, bin ich wieder vom Joggen gekommen. Und wie gesagt, ich will nicht dastehen wie ein fucking Pädophiler. Schreibt in die Kommentare, bin ich jetzt verrückt? Deswegen macht es mich jetzt verrückt? Macht es mich jetzt, bin ich jetzt der Verrückte? Bin ich jetzt daran schuld? Bin ich jetzt ein schlechter Mensch? Nur weil ich ein kleines Kind nicht unterrichten will, das ich nicht kenne? Bin ich jetzt deswegen böse? I don't know. Das liegt mir so ein bisschen auf dem Herzen. Schwer auf dem Herzen. Jedes Mal, wenn ich sie dann wieder sehe. Denn ich habe sie dann wieder gesehen. Irgendwann. Und die ist dann extra so in meiner Gegend rumgelaufen. So. Und anstatt mich anzusprechen und zu sagen, ey, hast du gerade Zeit? Ich sehe, du bist von Joggen gekommen. So. Und die hat es klar gesehen. Hat gesehen, wie ich losgelaufen bin. Hat gesehen, wie ich gekommen bin. Und habe dann Schattenboxen gemacht. Und ich habe sie dann quasi auch so getestet. Weil sie ist wirklich. Hab dann mein Schattenboxen gemacht, so, war fokussiert. Und sie läuft dann da nur rum und wartet darauf, dass ich sie anspreche. So, aber so läuft das nicht. So läuft das nicht. Und schon gar nicht in dieser Welt. So, ich will, wie gesagt, nicht aussehen wie fucking Pädophiler, der mit kleinen Kindern redet und irgendwie mit Kindern dann da rumspielt. Denn ich habe direkt hier einen Spielplatz, da wo ich wohne, direkt vor meiner Haustür, wo immer Kinder sind und immer Eltern sind und so. Und ich will kein schlechtes Karma und schlechtes Licht auf mir haben. So, ich habe keinen Bock darauf. So, deswegen, ich habe sie dann nicht angesprochen und habe dann gemerkt, sie war dann enttäuscht. So, und ich hasse es, Menschen zu enttäuschen. Nur trotzdem sage ich mir dann im selben Moment, meine Zeit ist kostbar. Meine Zeit ist kostbar. Und wenn jemand etwas wirklich will, ich war schon immer so, wenn ich was von einer Person wollte, bin ich hingegangen und habe mir das geholt. Habe mir es entweder gekauft, habe meine Zeit investiert, bin zu dieser Person gegangen und habe gesagt, ey, kannst du mir das und das beibringen? Wenn ich es wirklich will, dann mache ich es auch. Und ich wollte das testen. Ich gehe zu keinem hin, der zu mir kommt, ey, kannst du mir helfen? Es dreht sich um dich, du willst Hilfe von mir. Das heißt nicht, ich renne dir dann hinterher und sage dann, hey, du wolltest doch meine Hilfe. Hier ist meine Hilfe. Nein. Und das sage ich auch nicht, weil ich ein riesen Ego habe. Nein, ich bin einfach nur fucking vorsichtig. Deswegen schreibt in die Kommentare. Bin ich jetzt verrückt? Bin ich böse? Jetzt dürft ihr mich verurteilen. Jetzt dürft ihr mich kritisieren. Ich gebe euch hier die offenen Karten. Schreibt, es interessiert mich. Es interessiert mich wirklich. Weil das liegt mir schwer auf dem Herzen. Auch wenn es jetzt schon ein paar Tage her ist, ja, ein paar Wochen her ist, vielleicht sogar Monate her ist, wo dieses Szenario war. Denn das war so Richtung Ende Sommer. So, weiß gar nicht mehr, wann das war. Aber
Jedes Mal, wenn ich sie dann sehe, das irritiert mich. Dieses kleine Kind, denn sie lebt im Nachbarhaus, Nachbarhochhaus quasi. Wir sind hier so mit Hochhäusern und sowas. Deswegen, so, wenn du ein Mann von Wert bist, musst du definitiv darauf achten. Auch wenn es schwer ist. Solche Entscheidungen, wie du schon merkst, sind schwer. Sind sehr schwer, aber das gehört zu einem Mann dazu. Du musst schwere Entscheidungen treffen. Manchmal musst du Menschen auch enttäuschen. Manchmal, das gehört dazu. Als Mann von Wert, du musst lernen, Nein zu sagen. Klare Richtlinien haben. Wenn jemand etwas von dir will, renn diesem jemand nicht hinterher. Geh nicht hin, nur weil dieser jemand kommt und sagt, ey, ich brauche Hilfe, und dein Beschützerinstinkt kommt dann, dein Helferinstinkt kommt dann und sagt, ey, da ist jemand, braucht Hilfe. Okay, Batman. Batman. Nein, Alter. Und du gehst dann hin und nur weil dann das Bat-Symbol kommt und du willst dann die Welt retten. Nein, Alter. Nein. Nein. Ich weiß jetzt wieder einige lachen. Aber das ist okay. Ist okay. Bisschen Entertainment muss sein. Nein, deswegen, du bist nicht Superhero, du bist auch kein Supervillain. Du bist einfach ein normaler Dude und du willst das Beste für dich selbst. Und vielleicht bist du durch einige Scheiße gegangen und Leute haben dich ausgenutzt und jetzt bist du einfach vorsichtiger. So sehe ich das Ganze. Ich bin sehr vorsichtig. Super vorsichtig. Gerade wenn es um Kinder geht und was weiß ich, weil ich auch so viel Scheiße erlebt habe, auch als Kind, ja. Dass ich mir sage, ich bin sehr vorsichtig mit Kindern. Sehr, sehr vorsichtig. Und schon gar nicht, wenn es nicht meine Kinder sind. Bin ich noch vorsichtiger. Also schon eher. Noch mehr, wenn es nicht meine eigenen Kinder sind. Ich habe keine Kinder. Kein Kind. Gar nichts. Der. Gleich. Das Gleiche. Aber du verstehst, was ich meine, was ich sagen will. Ich bin sehr, sehr vorsichtig. Wenn es um Kinder geht. Super vorsichtig. Und gerade als Mann heutzutage musst du auch sehr vorsichtig sein. Weil da draußen laufen so viele Creeps rum und auf einmal wirst du als Creep dahingestellt und du hast nur einfach mit einem Kind geredet, das dich vielleicht sogar noch angesprochen hat und auf einmal gucken dich die Eltern komisch an oder sonst irgendwas oder was weiß ich. Aber in dem Szenario war es sogar so, ich habe die Mutter sogar mal gesehen, es war abends, so. Ihr merkt vielleicht, dieses Szenario, das liegt mir sehr schwer auf dem Herzen, so, da bin ich bin hierher gezogen, war noch sehr frisch hier, sehr jung hier, ja, in diesem neuen Umfeld und das war mir auch so was Unangenehmes. Es war spät am Abend, wirklich stockdunkel. Ich bin rausgegangen, habe meine Kopfhörer aufgezogen, habe zum Beat ein bisschen auch rumgedanced und so, hatte Spaß so. Konnte nicht schlafen, musste rausgehen, Energie rauslassen, habe Schattenboxen gemacht. Mich so aufgewärmt, hat einen kleinen Zirkel gemacht so und dann habe ich mein Schattenboxen gemacht. Und auf einmal sehe ich, wie diese Mutter mit ihrem Kleinkind, und es war das Kind, über das ich jetzt die ganze Zeit gesprochen habe, so da neben mir ist und das kleine Kind macht dann auch so Akrobatik neben mir und was weiß ich. Und die Mutter sagt, oh ja, geh hin, geh hin. Habe ich so, ich kann Lippen lesen, so quasi. Habe dann so gemerkt, wie die Mutter auch so gesagt hat, so ja, komm, geh hin, geh hin. Und so, und die Mutter wollte, dass das Kind zu mir kommt und mich irgendwie was fragt. Und es war mir unangenehm. Es war mir extremst unangenehm und ich habe gemerkt, das ist eine Single-Mutter. So. Und ich finde es sehr cool, dass sie dann so meine Energie und meine Vibration merken, so dass ich ein cooler Dude bin, aber das ist sehr unangenehm. Super unangenehm. Deswegen für alle Single-Mütter da draußen, seid nicht so fucking desperate. Es ist sehr irritierend für einen Kerl, gerade für einen jungen Kerl und sie war wesentlich älter als ich, also was heißt wesentlich, war in ihren 30ern und hatte halt eine. Keine Ahnung, lass sie mal, wie gesagt, 8, 9, 10, 12 sein. Keine Ahnung. Nein, 12 nicht. Denkst so du 8, 9, 10, ja. Und dann machst du dein Ding, willst Sport machen. Spät am Abend. Nicht taghell. Spät am Abend. So, super creepy. Super creepy. Und die kommen genau neben mich. Die Mutter da mit dem Kind. Das Kind macht Akrobatik neben mir, verrenkt sich und bewegt sich da und springt dann da rum. Ich denke mir, was geht hier ab? Was geht hier ab? Wie crazy ist das? Deswegen war ich auch von Anfang an vorsichtig. Super vorsichtig. So. Weil die Programmierung fängt auch schon sehr früh an, heutzutage mit den Kindern. Die werden auch schon mit Sex und alles schon sehr, sehr jung konfrontiert. Deswegen, wir sind in einer sexualisierten Welt.
Und das verstehe ich. Deswegen bin ich sehr, sehr vorsichtig, wenn es um Kinder geht. So. Deswegen, weil ich weiß, selbst die können krank sein, infiziert sein, manipuliert sein. Ja. Deswegen, ich bin sehr vorsichtig. Sehr, sehr vorsichtig. Das will ich jetzt einfach so damit sagen, für alle, die jetzt denken, so, ist mir scheißegal, was ihr denkt, aber. Es liegt mir auf dem Herzen. Sehr schwer. Liegt mir das auf dem Magen. Und ich entschuldige mich jetzt auch hiermit bei euch, dass ich euch so damit aufhalten muss, aber das musste ich jetzt einfach schon lange loswerden. Diese Sache. So. Deswegen aber im gleichen Moment denke ich mir, ich schulde keinem etwas. Wie gesagt, ich habe das dann auf mich so projiziert und habe dann so reflektiert, habe mir gedacht, wenn ich was wollte, wenn ich etwas von einer Person wollte, habe ich auch alles dafür getan, um es zu bekommen. Um mich zu beweisen, dass ich es wirklich will. Denn ich habe das Szenario im Kopf gehabt von jetzt Karate Kid beispielsweise. Perfektes Beispiel. Karate Kid, das Kind, wollte unbedingt, dass dieser Chinese ihn unterrichtet. Dieser Kung-Fu-Meister oder was das war, ja. Wollte, dass der ihn unterrichtet. Und der Kung-Fu-Meister sagt, nein, ich unterrichte dich nicht. Hat ihm irgendwie so geholfen. Ich rede jetzt von der Neuverfilmung mit Will Smiths Sohn. Jackie Chan war ja da der Nebendarsteller oder Hauptdarsteller, was auch immer, ja. War dieser Kung-Fu-Meister. Und hat einmal so seinen Arsch gerettet und dann ist er so hingegangen, schon im Vorfeld irgendwie so hingegangen oder irgendwie danach hingegangen, so, hey, unterrichte mich, bla 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 bla. Hat wirklich alles versucht, damit dieser Jackie Chan, dieser Kung-Fu-Meister ihn unterrichtet. Und dieser Junge musste sich erstmal beweisen. Und das weiß dieser Jackie Chan, weil er ein Mann von Wert ist. Hat man in diesem Film sehr gut gesehen. Er war vielleicht nicht der reichste Mensch auf Erden, aber hatte einen gewissen Wert. Seine Kampfsporterfahrung. Das ist auch ein Mehrwert. Definitiv. Beispielsweise, das ist ein gutes Beispiel. Und ich habe mir dieses Szenario direkt extra klar gemacht und habe mir gesagt, ja, Will Smiths Sohn wollte unbedingt unterrichtet werden. Dieses Karate-Kid quasi wollte unterrichtet werden, hat alles versucht. Die ganze Zeit hingegangen, bitte bring mir das bei, bring mir Karate bei, bring mir das bei, bring mir das bei, bring mir das bei. Hat so lange genervt, bis er das bekommen hat quasi, bis er unterrichtet wurde. Und das habe ich mir dann selbst klar gemacht. Wenn jemand etwas wirklich will, dann jagt er auch diesem Ding nach. Aber es gibt halt viele da draußen, die laufen entitled darum. Die denken, es kommt einfach zu ihnen. Aber es kommt nichts einfach zu dir. Du musst es dir nehmen. Wenn du jemanden siehst da draußen, der dich motiviert, der dich inspiriert, der ist jacked up, der ist durchtrainiert und hat irgendwelche Skills drauf, ja. Und du gehst jetzt hin und gehst einmal nur hin, ey, kannst du mir das auch beibringen, deine, keine Ahnung, der macht Breakdance oder sowas, deine Breakdance-Moves. Und da sagst du, ey, wenn wir uns das nächste Mal sehen, gucken wir mal. Ja, und ihr seht euch das nächste Mal und du sprichst diesen Menschen nicht an, dann denkt sich der Mensch so, ganz ehrlich, denkt sich dieser Mensch, oh, der will es nicht genug. Das ist ein Schwätzer. Der ist nicht hungrig genug. Und ich teste sehr oft mittlerweile Menschen, ob sie hungrig sind. Und wenn du einen Wert hast, musst du Menschen definitiv testen, ob sie hungrig genug sind. Definitiv. Deswegen aber mal von diesem Thema jetzt abgesehen. So, ich weiß, das wird jetzt wieder ein unnötig langes Video, aber das musste ich mir jetzt von der Seele reden. Warum du als Mann dir erst einen Wert aufbauen musst, bevor du sie bekommst. Das Ding ist, Frauen stehen auf Männer, die einen Wert haben. Nicht nur materielle Besitztümer, generell auch deinen Selbstwert. Wenn du spirituell stark geworden bist, ja, nicht jetzt, du bist super religiös, nein, aber du bist einfach aufgeweckt, ja, du bist erleuchtet, beispielsweise, ist auch ein Mehrwert, ja, ist sehr anziehend, merke ich selbst. Wenn du mental tough geworden bist, wirklich tough, richtig stark, ist das auch ein Mehrwert. Du musst dir all diese Werte aufbauen. Es reicht nicht nur gut auszusehen. Eine Frau kommt auf die Welt und sieht einfach gut aus und hat schon einen Wert. Ein Mann kommt auf die Welt, sieht aus wie ein scheiß Klotz, ja. Und muss sich erstmal aufbauen. Mit Klotz meine ich nicht so durchtrainiert. Nein, ich meine einfach, der sieht aus wie 0815. Wie jeder andere Idiot.
Jeder andere Dude. Jeder andere Motherfucker da draußen. Ihr kommt auf die Welt, ihr seht scheiße aus. Ja, ihr seht aus wie ein Stück Scheiße. Jetzt gibt es bestimmt einige da draußen. Nein, es gibt auch gut aussehende Männer, die werden gut aussehend geboren. Ja, natürlich. Natürlich, ich mach nur Spaß. Ich mach nur Spaß. So, nein, du siehst aus wie ein fucking. Wie als hätte dich ein Zug erwischt, Alter. Du siehst. Guck dir mal Kinderbilder an, ja. Von kleinen Mädchen, die sehen so süß aus, ja. Oh, immer so. Schön. Kostüm oder sowas. Und dann siehst du einen Junge. Auf jedem Bild sieht er aus wie. Wie ein Troll, Alter. Er sieht aus wie dahingeschissen. So. Nein. Wie gesagt, nein. Aber als Mann, Spaß beiseite jetzt so. Aber es ist wirklich so. Guck dir Bilder an. Guck dir Bilder von kleinen Jungs an. Die sehen oft komplett zerplatzt aus. So komplett machen so. Ganz komische Gesichter oder sowas oder sind einfach total unfotogen, sehen einfach nicht gut aus auf den Bildern. Und so, da siehst du das als Vergleich. Und ein Mädchen so sieht immer so süß und macht immer so süße Gesichter, beispielsweise ist fotogen und sowas. So läuft in ihrem Kostüm rum oder in ihrem Prinzessinnen-Outfit oder in ihrem Kleid, in ihrem Rock oder sowas, ja. So. Menschen kommen auf die Welt und sind süß quasi, ja, kommen auf die Welt, sehen dann auch gut aus, so, bam, haben quasi schon einen Wert. Als Mann hingegen sieht das Ganze ganz anders aus, ganz, ganz anders aus, so. Du kommst auf die Welt und hast nichts, hast einen Haufen Scheiß, du musst dir erstmal alles aufbauen, es wird auf dir rumgehackt, du wirst gemobbt, du wirst gehatet, du wirst... Keine Ahnung, gepiesackt oder sonst irgendwas. Deine Mentalität geht kaputt. Dein Ego geht kaputt. Dein Charakter geht kaputt. Alles geht kaputt. Beispielsweise, ich mache es jetzt extra dramatisch. So, weil das passiert heutzutage oftmals. Gerade in Schulen und sonst was. Ja, Mobbing und was weiß ich, ist Standard. Beispielsweise. Und dann musst du dich wieder aufbauen, 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 aufbauen. Finanziell. Materiell auch, ja, emotional, mental, spirituell, musst dir alles aufbauen. Und dann, wenn du dich selbst aufgebaut hast, dann kannst du deinen Gedanken daran verschwenden, eine Frau abzubekommen. Wenn du Werte hast. Aber wenn du noch da rumläufst und hast keine Werte, dann verschwende auch keinen Gedanken daran, eine Frau abzubekommen. Oder hey, ich will ein Topmodel, ich will dies, ich will das, ja. Sag nicht, ich will, aber du hast nichts. Du kannst sagen, ich habe mir das jetzt verdient, weil ich mir es verdient habe. Das ist was anderes. So, wenn du sagst, ja, jetzt will ich eine Dame, weil ich habe es mir verdient, jetzt eine Dame zu haben. Denn ich habe jetzt all diese Werte, ich habe jetzt meinen Erfolg, ich habe jetzt mein Business, ich habe jetzt mein Einkommen, ich habe jetzt meine mentale Stärke, ich habe meine spirituelle Stärke, ich bin jetzt erleuchtet, bewusst, ja. Ich habe meine mentale Stärke, ich habe ja, mein gesundes Ego auch wieder aufgebaut. Nicht jetzt so ein krankes Ego, so ich bin allerbeste und ich bin grandioser Narzisst auf einmal. Nein, das meine ich nicht. Aber ein gesundes Ego musst du schon haben, sodass du weißt, wer du bist. So, dein Stolz wieder dir aufgebaut, klare Richtlinien, klare Regeln, klare Grenzen dir aufgebaut und sowas. Du musst dir alles aufbauen als Mann. Als Mann musst du dir alles aufbauen. Eine Frau kommt mit einem Silberlöffel auf die Welt, ja, kommt einfach alles. Einfach alles. Und das ist die fucking Wahrheit. Ihr könnt noch so oft das Opfer spielen. Ja, aber als Frau ist es auch so schwer, Löffel. Sei einmal ein Tag ein Mann und dann reden wir weiter. Deswegen in diesem Sinne, bau dich als Mann erstmal stabil auf und hör auf, ein fucking Sim zu sein, Frauen hinterher zu jagen und dieser ganze unnötige Scheiß zu machen. Bau dich stabil auf und dann werden Frauen ganz easy kommen. Ganz easy wird es dann sein für dich. Wenn du all diese Werte hast, werden sie deine Werte erkennen und werden sich denken, oh, das ist ein Mann von Wert. Den muss ich haben. Nicht nur ich will den haben, den muss ich haben. Denn es gibt keinen anderen wie ihn. Das muss dir bewusst sein. Es gibt viele Männer, aber wenige von Wert. Deswegen, wir sehen uns im nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen entertained, euch Spaß gemacht, das anzusehen und hat euch was gebracht. Wenn ja, schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace out. Hat mich gefreut.